Ja, liebe Freunde von AWA Wintersport Talk, wir haben den Weltcup-Auftakt 2017-18 ja, hier in Wismar gesehen. Im Hintergrund sehen wir Rainer Steiert, den Bruder von Wolfgang Steiert. Rainer, ganz spontan, wie hat dir der Auftakt gefallen? War sensationell, wahnsinniges Glück gehabt mit dem Wetter. Veranstaltung toll organisiert. Also man kann eigentlich rundherum zufrieden sein, weil war auch noch super Sport, ist auch geboten worden. War noch ein bisschen viel Stürze vielleicht, aber das kennen wir ja vom Auftakt. Es ist nicht einfach, so eine Anlage zu reparieren, oder? Richtig, mit diesem trockenen Kunstschnee, den kompakt zu vernichten. Erst nass, dann kalt. Die Huckel kriegt man nicht mehr raus. Mit schwerem Gerät kann man nicht mehr reingehen. Ja, gestern am Samstag hat der Adam Malisch gemeint, es wäre besser gewesen, zwei Tage vorher anzufangen. Ja, klar, wenn man das... Ach so, mit dem Präparieren. Ich dachte, mit dem Weltcup-Auftakt. Mit dem Präparieren. Aber nachher ist man immer schlauer. Rainer, deine Funktion mal kurz erklärt. Es ist ein bisschen spontan. Schön, dass du Zeit hast. Wir sind ja alleine. Ihr baut ab. Ja. Ja. Du arbeitest für die FIS Marketing. Genau, FIS Marketing. Wir bauen die Werbemittel auf für die FIS-Sponsoren. Das ist Audi und Fiesmann. Genau. Und dass man auch schön im Bild steht. Das Leaderboard, das Exit-Gate, die Siegerehrungswand und so weiter. Richtig. Und die reist jetzt ja weiter, wie die Springer auch. Ne? Genau. Jetzt geht es mit dem Auto. Geht es morgen früh nach Travemünde. Knappe 900 Kilometer und dort nehme ich die Fähre nach Helsinki. Helsinki bin ich am Mittwochmorgen und Mittwochabend möchte ich dann in Ruka sein, nahe dem Polarkreis. Das sind auch nochmal so 850 Kilometer. Und vor allen Dingen, wir werden es ja verfolgen können. Wenn nämlich die Werbebanden nicht stehen, das Excel geht Leaderboard, dann hast du die Fähre nicht gekriegt. Ne? Ja, aber das ist sonst was gewesen. Und damit du die kriegst, dann entlasse ich dich hier, kannst du weiter abbauen. Danke dir für dein kurzes Statement. Ich versuche mal auch das Wochenende zusammenzufassen. Gerne wieder. Ja, dann in Nizhny Tagil. Jupp. Genau, da bin ich nämlich auch wieder dabei, denn ich habe ja die Ehre, als Fachberater beim ZDF zu arbeiten. Und ihr seht also, hier wird alles abgebaut. Ja, ein ereignisreiches Wochenende, die Präparation hat man angesprochen. Ansonsten aus meiner Sicht war es großartiger Sport hier in Wismar mit einem heutigen Überraschungssieger. Junjiro Kobayashi hat sich allerdings schon etwas angedeutet, dass er richtig gut in Form ist, dass es natürlich zu einem Sieg reicht. Das ist immer ja die Frage dann am Ende auf Platz 2. Wir sehen es noch hier, wir können auch mal ein bisschen rumgehen, jetzt wo abgebaut wird, gibt es also so einen Infomonitor. Das ist der hier im Springerlager für die Aktiven, wo sie sich eben drüber informieren können. Auf Platz 2 dann kam ich doch, hier vor heimischem Publikum, überragenden zweiten Sprung hat er hingesetzt. Und auf Platz 3 Stefan Kraft, der Dominator vom letzten Jahr, und Richard Freitag nach dem ersten Durchgang noch geführt. Dann Platz 4, trotzdem aus meiner Sicht ein toller Auftakt heute in die Weltcup-Saison. Und ja, hatte ein bisschen Pech gehabt, vielleicht hinten raus mit den Verhältnissen. Der Sprung war gut, aber es war dann zu viel Rückenwind. Trotzdem wird ihn das Wochenende positiv in Erinnerung bleiben, wie überhaupt auch aus deutscher Sicht ein toller Auftakt, im Einzel zumindest. Gestern hat es ja nicht geklappt. Da haben die Norweger gewonnen, wie ihr gesehen habt, mit einer bärenstarken Mannschaftsleistung, mit einem Team. Vielleicht hat man auch den einen oder anderen überrascht mit diesen schwarzen Anzügen, aber sie sind auch klasse gesprungen. Und dann gab es ja, ein Novum nicht, aber eine Seltenheit, zwei zweite Plätze im Teamspringen für das polnische Team und die Österreicher punktgleich nach 8 Sprüngen inklusive Windkompensation und Haltungsnoten. Also das verspricht Spannung für die Saison, für die olympische Saison. Das soll es von mir aus hier gewesen sein. Entschuldigt bitte, dass ich nicht auf alles eingehen kann, was hier so passiert ist. Es soll auch nur ein kurzer Abriss sein von dem Wochenende. Ich mache mich auch auf dem Heimweg und ja, dann werde ich dann, wie der Rainer gesagt hat, das nächste Mal also in Nizhny Tagil sein und mich melden von dort aus Russland. Habt eine schöne Zeit, gebt eure Kommentare ab, was euch gefallen hat, was euch nicht gefallen hat. Diskutiert drüber und ja, bleibt vor allen Dingen gesund. Tschüss aus Wismar.